Magst du den, ja? Hallo, hallo, meine Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute nehme ich euch wieder eine Runde mit in diesem Video. Ich habe auch eine richtig, richtig große und fette Verlosung in diesem Video. Also seid gespannt. Ich muss gerade allerdings selbst lachen, weil sich einiges angesammelt hat, während ich nicht da war. Also das muss ich alles abarbeiten. Da steht mein Kaffee bereit. Zur Post muss ich noch. Und ich war vorhin schon in der Apotheke und habe mir wieder meine Boxhorn-Klee-Kapseln gekauft, die das Stillen unterstützen. Der Postbote hat hier auch was richtig Cooles gebracht. Das machen wir gemeinsam auf. Und er hat mir noch was für die Küche gebracht, während ich nicht hier war, während ich in Italien war. Da habe ich mich total mega doll über das Paket gefreut, denn das habe ich mehr für den Alessandro ausgesucht. Ihr wisst ja, dass der Alessandro super gerne backt. Wer mir auf Instagram folgt, sieht es auch immer. Wir kochen ja auch viel und ich finde es total schön, dass der Alessandro mir so viel in der Küche hilft und das Ganze auch lernen möchte. Finde ich richtig genial und dazu ist eine neue Küchenmaschine bei uns eingezogen. Zeige ich euch später auch noch. Ich würde sagen, wir starten jetzt durch in dieses Video. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und los geht's! Ich habe jetzt einiges weggeschafft. Ich wollte eigentlich noch eine Waschmaschine einschalten. Da draußen stehen meine beiden Wäscheständer. Habt ihr jetzt wahrscheinlich gar nicht so genau gesehen. Gegen das Licht zu filmen macht natürlich auch viel Sinn. Aber ich traue mich nicht, eine Waschmaschine einzuschalten, denn jeder, der mir auf Instagram folgt, weiß, dass ich das Ganze wirklich jetzt bis zum Schluss ausgereizt habe. Also die hat sich jetzt quasi verabschiedet. Jedes Mal, wenn sie schleudert, meint man, es landet ein Düsenjet auf unserem Dach. Und ich möchte das jetzt eigentlich nicht riskieren, dass sie mir um die Ohren fliegt. Ich muss mich jetzt halt damit beschäftigen und darum kümmern, recherchieren und so weiter. Ich mache das überhaupt nicht gerne, aber ganz, ganz viele von euch haben mir die Marke Bosch empfohlen. Also da werde ich mal schauen. Ich denke auf jeden Fall, dass da eine zu uns passen wird und die werde ich dann auch kaufen. Halt euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Aber das muss ich jetzt wirklich so schnell wie möglich machen. Ich schiebe es schon die ganze Zeit vor mir her und das darf ich nicht, denn wir gehen sonst in der Waschküche unter quasi. Kann man sich ja vorstellen, ne? In so einem großen Haushalt. Also gut, jetzt zeige ich euch aber erstmal die neue Küchenmaschine, die bei uns eingezogen ist. Da ist sie. Ich freue mich total. Und zwar ist die von Krups. Die hat ganz, ganz viele Einsätze. Was ich richtig gut finde, wir sind ja Vegetarier, wisst ihr ja, also mein Mann und ich. Und mit diesen Einsätzen kann ich ganz toll Karotten raspeln, Kartoffeln, Zucchini und so weiter. Total easy. Und Alessandro kann ganz viel backen, habe ich euch ja schon gesagt. Da sind auch verschiedene Einsätze und ich freue mich so. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ne? Und die ist vom Supermarkt Netto, ja. Da kann man jetzt auch online shoppen. Wer von euch hat es gewusst? Also ich wusste das nicht und ich finde das richtig genial. Also ich habe den Netto Online-Shop in der Filiale über das Bestellmagazin entdeckt. Richtig cool. Wollte euch eben heute darüber berichten. Also die haben wirklich ganz, ganz viele tolle Angebote. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich habe heute auch einen richtig coolen Rabattcode für euch, eben für den Online-Shop. Schreibe ich euch alles unten in die Infobox. Also falls ihr noch irgendwie was Cooles sucht oder braucht, schaut gerne mal unten rein. Ansonsten ja, versuche ich jetzt hier mal das Chaos zu beseitigen. Es ist gut, dass ihr das nicht seht. Das ist wirklich unglaublich. Aber das mache ich jetzt auch ruckzuck. Draußen ist das Wetter total schön. Deshalb werden wir natürlich dann auch noch rausgehen. Bella auch noch rausbringen. Liam natürlich mitnehmen, mal schauen, wie ich das mit dem Kinderwagen mache. Und ich würde sagen, wir machen später auf jeden Fall was Leckeres hier in meiner Küchenmaschine. Würde ich euch dann eben auch nochmal zeigen. Und jetzt mache ich das aber erstmal und wir sehen uns später. Da ist sie, die Bella. Ach, mega das schöne Wetter, ich freue mich so. Heute gibt es einen Melonsalat. Freue ich mich auch schon drauf. Und der Alessandro möchte dann Pancakes machen für seine Brüder als Nachtisch. Die bekommen Lasagne, die Jungs. Haben sie sich auch gewünscht. Mache ich dann noch. Aber jetzt genieße ich erstmal den Spaziergang hier draußen mit Liam und mit der Bella. Liam ist eingeschlafen. Bella nehme ich jetzt an die Leine, weil wir jetzt hier gerade in den Wald kommen. Vorne ist die Leine dran. Na Bella, so machen wir es. Also, schön. Wir sind wieder zurück und jetzt zeige ich euch, was in dem Karton ist. Ich freue mich schon voll. Für unseren kleinen Schatz. Der wird ja jetzt auch immer größer, der Liam. Kann schon bald sitzen. Und deshalb ist was Neues für unseren Stuhl eingezogen. Und das zeige
zeige ich euch jetzt mal. Also, das ist jetzt der neue Sitz vom Liam. Total schön. Der kommt dann eben hier drauf. Gibt es auch in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt weiß gewählt, weil ich dachte, dass das ganz gut passt. Eigentlich war ich so ein bisschen unschlüssig. Es gibt nämlich auch so einen schönen Türkiston. Aber dann dachte ich, es wird vielleicht ein bisschen zu viel. Und deshalb habe ich den weißen hier ausgewählt. Dann noch dieses Set. Das fand ich auch total goldig. Und diese Auflage hier. Dafür ist dann dieses Teil. Denn wenn die kleinen Mäuse anfangen zu essen, könnte es so sein, dass es eine kleine Sauerei gibt und das kann man dann eben perfekt abwaschen. Ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr praktisch ist. Ja, vom Material, ja, ist auch ja sehr weich und das kann man dann mit Sicherheit einfach abwaschen. Und dann habe ich noch dieses Polster hier. Da habe ich diese Farbe gewählt, eben dass es dann bequem ist. Ich hole den Sitz jetzt mal raus und zeige euch den mal. Ich bin auch schon ganz gespannt, wie das dann aussieht, wenn das hier drauf ist. Moment. Okay, also das Teil ging schon mal sehr leicht drauf zu machen. Man muss das hier einfach nur dran klicken. Und jetzt haben wir noch die Rückenlehne. Okay. Auch total easy. So, und jetzt brauchen wir noch das Polster. Ich mache mal die Matte noch drauf. Die brauchen wir jetzt noch nicht. Ne? Aber dann, wenn er anfängt zu essen, dann kann man das einfach so drauflegen. Richtig schön. Schaut euch das mal an. Ja, also das muss ich natürlich noch drauf machen. Aber ansonsten finde ich es schon mal sehr, sehr schön und vor allen Dingen sehr praktisch. Ja, so sieht er jetzt aus. Der Max hilft mir jetzt kurz. Das Polster hier dran zu machen, geht aber total schnell und ist sehr einfach. Hier seht ihr das Ganze nochmal im Überblick. Also die Wippe hatte ich euch schon mal gezeigt. Die kann man eben auch auf den Stuhl draufstecken. Hier ist der Aufsatz, den wir jetzt haben. Und wenn man das Ganze abmacht, dann können es eben auch größere Kinder nutzen. Jetzt habe ich hier gesehen, dass es das Ganze auch in einer anderen Farbe gibt. Auch richtig schön, aber ich fand eben das Grau für uns sehr passend. Und die Wippe kann ich euch auch noch mal ganz kurz zeigen. Die ist hier drüben. Die ist auch wirklich täglich im Einsatz. Ich mag die super gerne, auch auf dem Stuhl, weil dann der Liam eben höher sitzt. Mich beobachten kann, wenn ich zum Beispiel koche oder wenn ich ins Bad gehe und dusche, dann nehme ich die eben nur so mit, die Wippe, damit sie auf dem Boden ist. Und dann ist er beschäftigt und spielt hier mit seinem Stern. Und ich kann eben zum Beispiel in Ruhe duschen. Diese Federwippe hier, die wird übrigens auch bald abgebaut, denn er dreht sich ja jetzt und das ist dann definitiv zu gefährlich. Aber auch diese Wippe hier hat wirklich ganz, ganz tolle Dienste geleistet. Die mochte ich auch sehr, sehr gerne. Und ja, ansonsten war jetzt das erstmal das große Paket, das für unseren Schatz angekommen ist. Und ich mache jetzt mal hier weiter. Ich räume das ganze Chaos hier weg und dann sehen wir uns gleich nochmal. Kannst du noch mal erzählen? Genau, musst du einfach nur reinschieben, dann klickt's. Schau. Und zack. Genau, und das Teil da hinten macht man dann hier so drum. Ja. So, okay, fertig. Oh mein Gott, wie süß sieht das bitte aus. Und da sitzt dann bald unser Schatz drinne und isst fleißig Nudeln. Und Kartoffeln, von mir aus. Und was sagst du zu deinem neuen Stuhl? Ist der toll? Ist der toll, der neue Stuhl, ja? Magst du den? Mein Essen ist fertig. Der erste Melonensalat dieses Jahr. Und ich habe die Melone schon probiert. Die schmeckt leider gar nicht gut. Aber gut, was habe ich anderes erwartet, ne? Die Jahreszeit ist einfach keine Melonenzeit. Und hier in Deutschland ist es sowieso ein bisschen schwierig, ganz leckere Melonen zu finden. Auch zur Melonenzeit. Aber egal, ich lasse es mir jetzt trotzdem schmecken. So, der Liam ist gerade eingeschlafen, deshalb nutze ich ganz kurz die Zeit und zeige euch, was ihr gewinnen könnt. Da hinten steht das große Paket. Live habe ich das Ganze noch nicht gesehen, nur auf Instagram. Deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, wie die
Teile in echt aussehen. Falls ihr eins davon gewinnen möchtet, dann schaut gerne mal unten in die Infobox. Ich schreibe euch alle Teilnahmebedingungen dazu unten rein. Und jetzt packen wir das Ganze gemeinsam aus. Eine Minute habe ich jetzt gebraucht. Ich habe einfach nur die Lämpchen reingeschraubt. Also ich habe weder irgendwelche Löcher bohren müssen, abmessen müssen und so weiter, was ja immer super nervig ist. Also ich mache das überhaupt nicht gerne und deshalb ist mir das schon mal positiv aufgefallen. Das linke Paketchen hier, das könnt ihr gewinnen. Das ist eben die Lampe für euch. Also zwei Stück sind darin enthalten, so wie eben hier in diesem rechten Paketchen diese beiden enthalten waren. Und ja, wie gesagt, falls es euch interessiert, dann schaut unten in die Infobox. Ich finde die wirklich sehr, sehr stylisch. Also die machen auch wirklich was her, sind sehr hochwertig. Und ja, also falls ihr gewinnen möchtet, dann schaut unten in die Infobox. Max möchte keine Lasagne, deshalb grillt er sich was. Dass die jetzt total fluffig werden, seht ihr hier an diesen Luftblasen. Ja, so sehen die aus. Rezept dazu packe ich euch mal unten in die Infobox. Haben wir nämlich auch schon Videos dazu gemacht. Und ganz viele von euch haben die auch schon nachgemacht. Auf Instagram schickt ihr mir immer Bilder. Und ist es schon fertig? Ja. Ja, kannst du schon drehen, jawohl. Sehr gut. Das duftet sehr, sehr gut schon mal. Ich musste mir jetzt mal ein anderes Kleid anziehen, war natürlich auch total sinnvoll, ein weißes Kleid mit Baby zu tragen. Habe ich euch auch gerade schon auf Instagram gesagt, aber ich hatte da so Lust heute drauf und deshalb habe ich es angezogen. Ja, ich werde jetzt noch eine Runde recherchieren wegen der Waschmaschine. Ich war jetzt auch gerade nochmal mit Bella draußen, habe das Wetter noch genutzt, zusammen mit dem Liam natürlich. Und deshalb bin ich jetzt auch ein bisschen außer Atem, weil ich gerade die Treppe hochgerannt bin und mich nochmal ganz kurz bei euch melden wollte. Also falls ihr Geld sparen möchtet, verlinke ich euch, wie gesagt, meinen Rabattcode unten in der Infobox für den Netto Online-Shop. Richtig genial, was es da alles gibt. Und ihr könnt eben somit Geld sparen. Ansonsten wegen der Küchenmaschine wird es mit Sicherheit noch einige Rezepte von mir geben in den weiteren Vlogs. Wir haben auch verglichen, also die Maschine war wirklich vom Preis her top beim Netto Online-Shop und deshalb ist es die dann auch geworden. Ich freue mich da riesig drüber, könnt ihr euch ja vorstellen, weil der Alessandro jetzt eben auch so viel Spaß hat, neue Dinge auszuprobieren und deshalb wollte ich es euch auch unbedingt zeigen. Also wie gesagt, schaut gerne mal unten in die Infobox wegen dem Rabattcode und wenn ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet, dann schaut auch gerne vorbei. Unten werde ich euch alles dazu schreiben, also die Teilnahmebedingungen und dann habt ihr eben die Möglichkeit, diese coolen Lampen zu gewinnen. Ich freue mich da total, wenn ich solche Möglichkeiten habe, euch auch etwas zurückzugeben und zukommen zu lassen. Und deshalb, ja, habe ich es heute mit in dieses Video gepackt. Und ansonsten würde ich mich jetzt an dieser Stelle verabschieden. Ich weiß nämlich gar nicht, wie viel ich jetzt gefilmt habe. Ich habe irgendwie voll den Überblick verloren. Also über den Tag, wenn man filmt, ja, bin ich jetzt irgendwie ein bisschen raus. Aber ich hoffe trotzdem, dass es euch gefallen hat, dass ich euch mitgenommen habe. Feedback dazu ist natürlich immer willkommen. Ich freue mich da riesig, von euch zu lesen. Also schreibt mir sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich natürlich auch riesig über ein Abo. Und jetzt wünsche ich euch nur das Beste. Habt einen wunderschönen Tag oder Abend. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!